Das ist Gampel TV am Freitag und bei mir hier im Backstage-Bereich sind Lo und Leduc. Wir haben auch auf Instagram und Facebook für alle Fragen gefragt und wir haben die bekommen und geben die jetzt genauso weiter. Allererste Frage, die wir bekommen haben, ist, wie ist 079 entstanden? Ich glaube, eine Standardfrage. 079 ist entstanden, weil wir eine Kollegin haben, die... Entschuldigung. Es ist nicht sie, aber es ist auch jemand am Telefon. Die bei der Auskunft hat gearbeitet und immer sehr lustige Geschichten erzählt von der Telefonauskunft. Weil es Leute nicht mehr viel dort an und viele, die dort anrufen, sind doch ein bisschen original, weil sie ja jetzt noch dort anrufen. Und darum haben wir gewusst, dass wir dort über das Mal ein Lied schreiben. Das ist der Ursprung. Okay, vielleicht eine Anschlussfrage. Habt ihr Swisscom um Erlaubnis müssen fragen für diesen Song? Nein, die mussten uns um Erlaubnis fragen. Eigentlich grundsätzlich, ob sie 079 dürfen brauchen. Und dann haben wir gesagt, ja, also. Und jetzt gibt es Swisscom-Telefonnummern mit 079. Aber grundsätzlich kann man die Vorwahl wechseln wie Strassenseite. Man muss einfach schauen, los laufen, sonst kommt es dran. Wahnsinnig aufwendiges Merchandising, oder? Dass es Nummern zu einem Song gibt. Nächste Frage, die wir fragen, was ist so die schönste Erinnerung oder das schönste Erlebnis von einem Konzert? Das ist eine schwierige Frage. Auch ein bisschen dumme, obwohl man sagt, es gibt keine dumme Fragen. Aber es gibt ja nicht einfach der Moment. Es gibt jetzt vielleicht pro Konzert einen Moment. Aber weil ich die Frage natürlich gleich ernst nehme, möchte ich dir jetzt eine vom Gampo erzählen. Und zwar bin ich mal mit einer Walliserkappe auf die Bühne gerannt. Das war, glaube ich, für alle von der Band ein schöner Moment, ausser für mich. Weil im Moment, als ich es gemacht habe, wusste ich, das ist ein bisschen eine dumme Idee. So wie es dumme Fragen gibt, gibt es auch dumme Ideen. Aber ich habe jetzt probiert, das zu beantworten. Aber es sind einfach zu viele Konzerte für einen Moment rauszuheben. Darum habe ich jetzt wie einen mega dummen rausgehoben. Nein. Ist gut. Nein, das ist so gut. Eine Frage, die mehrfach gestellt wurde, ist so nach diesen x Openairs, die ihr am Machen seid. Ihr seid ja auf ewig viele Festivals gewesen. Wird es einem nicht irgendwann mal langweilig oder wird es nicht irgendwann mal mühsam, an so vielen Openairs zu spielen? Nein, es wird im Fall tatsächlich nicht mühsam, Konzerte zu spielen. So. Neben dem Liederschreiben ist eigentlich Konzerte spielen das, was wir am liebsten machen, fast im Leben. So. Und darum komme ich gerne auch 50 Mal ans Gampu, wenn sie finden, es wäre cool, wenn Lola die Konko spielen. Wir kommen sehr gerne, auch wenn wir 60 sind. Wir machen einfach irgendetwas anderes vielleicht. Eine weitere Frage, die mehrmals gestellt wurde, ist auf Facebook und auf Insta, das bestätigt so ein bisschen die Stalker-Feigkeiten von einem Walliser. Ihr habt ein Bild auf eurer Insta-Story, das im Raft war, irgendwo bei Üsserberg, hier im Wallis. What the hell macht ihr bei Üsserberg? Ja, wenn man Lieder schreiben will, dann muss man flanieren, oder? Dann sind wir einfach sind wir losgelaufen und plötzlich sind wir dort gewesen. Wie man auch an den Turnschuhen sieht, auf diesem Bild. Es sieht wirklich aus, als würden wir nichts anderes machen, was natürlich so ist. WRV hat eigentlich wann entschieden, wer WRV Lo und wer Leduc ist? Ja, also das mit dem Namen ist ja so wie... Also die Einzigen, die ja jemandem anders eigentlich einen Namen geben, sind eigentlich die Eltern ihrer Kinder. Und nachher, wenn man sich wie selber einen Namen geben will, dann gibt man sich eben selber einen Namen. Aber sonst tut man eigentlich niemandem... Oder? Darum war es wie nicht die Entscheidung, welcher ist der Lo, welcher der Leduc, sondern... Hey, wer bist du? Hey, wer bin ich? Also, wir machen jetzt das. Wer hat den länger durchhalten wollen? Wer hat den länger durchhalten wollen? Noch mit zwei Smiley, hä? Humor ist rum. Ja. Ja. Bin ich mir jetzt nicht mal so sicher. Wir lassen das so stehen. Lass stehen ist eigentlich ein gutes Wort für das. Nervt 079.
Nein, mitnichten, mitnichten. Meine liebe Freundin, mein lieber Freund, wer immer du bist. 079 ist nach wie vor ein Lied, wo wir stolz sind drauf. Ich glaube, der Unterschied ist, dass es für uns einfach ein Lied ist von irgendwie, weiß nicht, 70 Liedern, die wir rausgegeben haben und 150, die wir geschrieben haben. So, es ist eins von denen. Es ist natürlich, es ist eins, wo wir immer noch stolz sind drauf, weil wir finden, es ist gut. So. Aber weiter ist es nicht speziell, aber es nervt auch nicht. Es ist wie, man hat auch nicht wirklich ein Lieblingskind. So. Und wenn, dann würde man es nie sagen, aber so ein mega fies nehmen für das andere Kind. Ich habe noch eine bessere Antwort für den Raft. Mhm. Also wir kommen viel für in die Wallis Lieder schreiben. Und dann sind wir da letztes Mal in Usserberg gewesen. Usserberg kann ich also das Hotel sehr empfehlen. He? Ein grandioses Hotel geht am Bahnhof. Was jetzt für Städter mega unromantisch ist. Was geht am Bahnhof? Und dann, aber es ist ja Usserberg. Es ist sehr romantisch. Und dann hinten dran geht es gleich rauf. Und dann ist es eben gar nicht einmal so weit bis zu diesem Raft. Ja, vielleicht noch abschliessend. Könnt ihr von Gampel noch etwas mitnehmen? Oder ist es effektiv nur Gig spielen und wieder weg? Oder habt ihr vom Festival selber ein bisschen etwas verhält? Ja, also von Gampel nimmt man immer Diverses mit. Man nimmt sehr staubige Schuhe mit, meistens. Und sonst einfach Staub ein bisschen überall. Dann nimmt man, oder haben wir bis jetzt immer sehr schöne Erinnerungen mitgenommen. Und dann meistens auch ein wenig Schlaf haben wir auch noch mitgenommen. So, in Bandbus wieder zurück. So. Ja, man muss es auch dieses Jahr wieder mal betonen. Es gibt fast kein Festival, das so viele Legendengeschichten für unsere Band hat generiert. Ihr habt leider nicht danach gefragt. Tja, vielleicht nächstes Jahr. Aber wir sind wirklich immer in einem grossen Festival-Fever selber. Gehen irgendwie noch raus und bleiben auch noch im Wallis. Vielleicht jetzt mit dem sein, dass wir nicht sofort heimfahren. Von dem her haben wir uns sehr, sehr gefreut und ja, freuen uns auf das Konzert. Viel Spass. Es ist meine Pflicht als Moderator, gleich schnell nachzuhaken. Gibt es also eine Geschichte von Gampel, die legendär ist? Die total im Kopf geblieben ist. Ja, ja, also die mit dem Scooter ist eigentlich easy. Das weiß ich nicht mehr. Der hat so Fackeln im Backstage und ich habe immer die Fackeln umgedreht, was in anderen Festivals das wäre überhaupt nicht gegangen. Dann hat mir irgendein Securitas schon längst verprügelt. Und hier sind die Securitas so gesagt, nein, stell es wieder her. So ein bisschen so. Das heisst, das hat mir aber auch wieder das Gefühl gegeben, ich darf weiterhin zwischendurch eine Fackel nehmen, die brennt. Und dann habe ich plötzlich von weitem den Scooter gesehen. Ich bin jetzt nicht gerade gross Fan von seiner Musik, aber als Figur muss man ihn schon, ja, muss man ihn respektieren. Und dann wollte ich ihn so sehr respektieren, dass ich so mit offenen Armen auf ihn zugerannt bin, aber leider noch eine brennende Fackel rang. Und dann hatte er eben so einen privaten Bodyguard dabei, der mich doch sehr mit wenig Wort und viel Hang hat zu verstehen gegeben, dass das jetzt eine weitere dumme Idee war von unserem Leben. Hey, merci vielmals. Lohnt euch viel Spass in Gampel.